Es gibt nichts Besseres, als bei einer guten Tasse Kaffee mal über das Thema Haarmythen zu reden. Welche wirklich wahr sind und was Kaffee mit Haaren zu tun hat, darum geht's jetzt hier in diesem Video. Hallo, in diesem Video geht's um die 5 häufigsten Haarmythen. Jeder von euch hat schon mal welche gehört oder gelesen und welche wahr sind oder nicht, das klären wir hier jetzt. Kommen wir zum ersten Mythos. Davon hat bestimmt jeder von euch schon mal gehört, dass man die Haare kalt bzw. nicht zu warm waschen soll oder nochmal kalt nachspülen soll. Dieser Mythos hält sich sehr hartnäckig, aber da ist nichts Wahres dran. Als erstes muss man da mal ein bisschen unterscheiden zwischen den Haaren und der Kopfhaut, die ja beim Haarewaschen auch mit gewaschen wird. Die Haare sind sehr unempfindlich gegenüber Temperatur. Wir können unsere Haare mit einem Glätteisen, das 180 Grad heiß ist, rübergehen oder bei 100 Grad föhnen, ohne dass das Haar irgendwas bemerkt. Die Temperatur, die wir unter der Dusche einstellen können oder beim Haarewaschen verändern können, ist dann nicht dreistellig, sondern eben nur zweistellig. Das heißt, wir können ungefähr zwischen 15 und 60 Grad maximal an der Dusche verändern und das ist einfach zu wenig Temperatur, als dass das Haar das wirklich bemerkt. Unser Haar ist ja auch dafür da, um uns vor Temperatureinflüssen und äußeren Einflüssen zu schützen. Daher ist es sehr, sehr widerstandsfähig. In dem Zusammenhang hört man auch oft, dass sich die Schuppenschicht schließen soll, wenn wir die Haare nochmal kalt nachspülen. Das stimmt so nicht wirklich, denn die Schuppenschicht schließt sich, indem wir sie trocknen. Und je sorgfältiger wir die Haare getrocknet haben, desto geschlossener sind quasi diese einzelnen Schuppen übereinander und desto glänzender ist das Haar. Es hat nichts mit der Temperatur zu tun. Zusammengefasst kann man sagen, fürs Haar macht es nicht wirklich was aus. Für die Kopfhaut ist es aber schon besser, wenn sie eher warm gewaschen wird. Daher kann ich euch nur raten, hört dabei auf euer eigenes Körperempfinden, was ihr halt angenehm findet und stellt die Temperatur dementsprechend ein. Dem Haar ist es mehr oder weniger egal, wie heiß das Wasser in der Dusche ist. Ganz einfach. Also dieser Mythos stimmt nicht. Einer meiner Lieblingsmythen, Legenden oder sowas, dass Koffein gegen Haarausfall hilft. Nun, dafür gibt es erstmal keine wirklichen Studien, die das belegen können. Und wenn wir Koffein über Kaffee zu uns nehmen, nimmt der Körper das auf. Wenn wir allerdings Koffein über Haarwasser oder über Shampoo zu uns nehmen, dann nimmt das der Körper nicht so wirklich auf. Denn die Haut ist ja in allererster Linie auch eine Schutzbarriere und gar nicht dafür gedacht, dass wir darüber jetzt große Nährstoffe aufnehmen. Und es gibt auch keine Studien, dass Koffein gegen Haarausfall hilft. Zu guter Letzt, um Haarausfall wirklich effektiv bekämpfen zu können, müssen wir erstmal herausfinden, genau diagnostizieren, woher jetzt bei uns zum Beispiel der Haarausfall kommen sollte. Das müssen wir analysieren, dann müssen wir die Gegenmaßnahmen dazu einleiten, wenn es möglich ist. Und das ist das, was beim Haarausfall eigentlich am wichtigsten ist, dass man zuerst mal genau schaut und analysiert, ja, warum habe ich jetzt Haarausfall? Woher kommt das? Was kann ich dagegen tun? Ist es erblich bedingt? Liegt es an anderen Gründen? Es gibt natürlich schon Präparate, die Haarausfall effektiv behandeln können, aber diese erinnern mehr an Medikamente und sind auch eher in Apotheken erhältlich. Außerdem muss man sie über einen längeren Zeitraum regelmäßig einnehmen. Also nochmal zusammengefasst, Haarwasser, Shampoo, Haartonikum oder sonstige Stylingprodukte mit Koffein helfen leider nicht gegen Haarausfall. Was auf jeden Fall hilft, ist, wenn ihr dieses Video liked und meinen Kanal abonniert, damit ich weiter vernünftigen Content für euch produzieren kann. Vielen Dank schon mal und vielen Dank, dass ihr euch das Video anschaut. Regelmäßiges Spitzenschneiden soll dazu führen, dass die Haare schneller wachsen. Da muss man jetzt bei der Formulierung genau aufpassen. Wenn man die Haare regelmäßig schneidet, dann wachsen sie nicht schneller in dem Sinne. Also das Haarwachstum wird nicht beschleunigt dadurch. Allerdings wachsen die Haare ja aus der Kopfhaut heraus und nehmen dann in Längen und Spitzen zu. Und das Haar, was unten, relativ weit unten ist in Längen und Spitzen, ist schon ziemlich alt und hat schon ziemlich viele Umwelteinflüsse hinter sich. Darum muss es regelmäßig quasi abgeschnitten werden, damit sich die Haarschäden oder Haarbruch oder sowas nicht aufs Weitere auswirkt. Wenn man das regelmäßig macht und immer weniger abschneidet als nachgewachsen ist, dann merkt man auch, dass man schneller an Länge dazu gewinnt. Also kann man sagen, dass es doch stimmt, dass man, wenn man
die Haare wachsen lassen möchte, dass man sie sich regelmäßig schneiden lassen soll, damit man an Länge dazu gewinnt. Aber durchs Haare schneiden wird das Haarwachstum nicht beschleunigt. Im Großen und Ganzen als Fazit, regelmäßig Haare schneiden hilft, dass die Haare schneller wachsen. Dieser Mythos ist also schon wahr. Die Haare zum Zopf tragen ist schlecht für die Haare. Ja, also da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte nämlich zu Beginn meiner Friseurkarriere auch mal schulterlange Haare. Daher weiß ich es aus eigener Erfahrung. Wenn man die Haare immer zurück zum Zopf trägt, dann werden die Haare in eine Form quasi gezogen, die nicht der Wuchsrichtung entspricht. Gerade die Haare in der Kontur im vorderen Bereich oder hier im Nackenbereich, da ist dann am meisten Zug drauf und dort, wo am meisten Zug auf den Haaren ist, brechen die Haare dann ab. Das sieht man oftmals bei Frauen oder bei Männern, die lange Haare haben, dass dann in der Kontur so kürzere Strähnen immer reinfallen. Und das ist dann einfach abgebrochen. Das kann langfristig auch dazu führen, dass dann an den Stellen quasi die Wurzeln überdehnt werden und das Haar auch ausfällt. Das ist aber über viele Jahre immer streng Zopf getragen und hat auch was mit dem Hormonhaushalt zu tun. Also keine Sorge, das ist wirklich das absolute Horrorszenario. Aber die Haare brechen halt schneller ab und lassen sich weniger gut durchkämmen, weil sie halt immer in eine Form gezogen werden, die nicht der natürlichen Wuchsrichtung entspricht. Darum kann ich als Friseur immer nur empfehlen, bei langen Haaren öfters mal offen tragen. Und regelmäßig die Haare zusammen machen oder zum Zopf tragen oder auch während des Schlafens die Haare zusammentragen, ist absolut nicht gut für die Haare. Das stimmt also, Zopf tragen ist nicht gut für die Haare. Stress verursacht graue Haare. Tja, das ist nun schwierig. Also eigentlich ist es mehr oder weniger so ein Mythos, dass wenn ein Mann geärgert wird, dass man davon dann eine graue Strähne bekommt. Das stimmt nicht so richtig. Aber die Wissenschaft hat uns jetzt ein bisschen eingeholt in dem Sinne, es gibt einige Studien, die darauf schließen können, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Mangelernährung oder Mängel in der Ernährung und der Ergrauung. Dass quasi die Haare so eine Art nochmal Nährstoffspeicher, nochmal Nährstoffdepot sind, woran sich dann der Körper bedient, wenn er quasi nicht genügend Nährstoffe bekommt. Und ja, wenn dann die Nährstoffe den Haaren fehlen, dann können die Pigmente, also beziehungsweise die Farbpigmente nicht mehr in ausreichender Zahl hergestellt werden und das Haar wird grau. Also kann es schon sein, dass wenn man aufgrund von Stress, ja, Ernährungsmängel hat oder Mangel an Nährstoffen hat, dass das zu grauen Haaren führen kann. Es kann also durchaus sein, dass Stress auch die Haarergrauung fördert. Also ist dieser Mythos, auch wenn man denkt, das gehört aus in den Bereichen der Fabeln und es stimmt, es ist doch was Wahres dran, sagen wir es mal so. Alle diese Haarmythen sind jetzt nicht gerade bei den Haaren herbeigezogen. Ich habe das ja schon ein bisschen angesprochen. Es gibt immer auch einen wahren Hintergrund dabei. Und ich hoffe natürlich, dass ich ein paar Missverständnisse ausräumen konnte und ihr was mitnehmen konntet. Und wenn nicht, dass immerhin das Video wenigstens unterhaltsam war. Vielen Dank für euer Interesse und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.